So Leute und moin zusammen und heute haben wir wieder mal ein sehr spannendes Thema, ein sehr ernstes Thema und ich weiß auch nicht, wo das alles noch hinführen soll. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gesagt, aber irgendwie kommt jeden Tag oder alle paar Wochen mal wieder so eine neue, wirkliche Hardcore-Nachricht raus, wo man sich nur in den Kopf fassen kann, dass da einfach nicht nachgedacht wird, meiner Meinung nach, und gar nicht überlegt wird, was hat das für uns als Volk für Folgen, was da oben wieder mal entschieden wird. Denn es geht jetzt speziell darum, dass eine sogenannte Regierungskommission vorgeschlagen hat, in den nächsten Jahren Tempolimits 130 km/h auf der Autobahn einzuführen und Diesel höher zu besteuern und auch soll zugleich noch generell Benzin in den nächsten Jahren, gehe ich gleich nochmal genau drauf ein, höher besteuert werden. Und auch noch so eine Idee oder Vorschlag, wie es auch immer genau bezeichnet wurde von den Kandidaten, ist, dass Fahrzeuge mit einem relativ hohen Verbrauch, so wurde es genannt, eine Abgabe von mehreren hundert Euro leisten müssten. Autofahrer sollen mehr für Klimaschutz tun. Das ist so der Überbegriff, das ist so die Idee. Dagegen habe ich absolut nichts, keine Frage. Da können wir absolut gerne diskutieren. Aber jetzt erklärt mir doch mal jemand bitte, wie das funktionieren soll oder warum das eine sinnvolle, produktive Idee ist, wenn ich sage, du musst mehr für deinen Diesel bezahlen und dadurch tust du was für die Umwelt. Das ist Schwachsinn. Es ändert sich ja durch eine höhere Steuer auf Diesel nicht mein Fahrverhalten. Das ist ja nicht möglich. Ich muss ja noch denselben Weg zur Arbeit fahren. Ich hier bei mir auf dem Land, okay, ich fahre das jetzt mit dem Benziner. Nimm mal an, ich hätte jetzt einen täglichen Arbeitsweg von 25 Kilometer, habe jetzt 50 Kilometer, mache 250 die Woche, macht roundabout 1000 Kilometer im Monat. Auf dem Land, die Alternativen, die natürlich damit zu fördern versuchen, Bus, Bahn, Fahrrad von mir aus, im Winter ein bisschen kritisch, je nachdem, wo man wohnt auch, die fahren dadurch aber nicht mehr. Die fahren aber auch hier auf dem Land dadurch nicht besser. Oder überhaupt gibt es hier keinen Zug bei mir in der Ecke auf dem Land. Also deswegen finde ich, das ist die größte Frechheit, die wir uns überhaupt von dieser Regierung reinziehen müssen, dass so etwas überhaupt in Erwägung gezogen wird. Warum werden wir bestraft für etwas, was wir gar nicht wirklich sinnvoll ändern können? Ne? Durch die höhere Steuer, klar, werde ich weniger fahren, weil es mich mehr kostet, weil ich es mir vielleicht auch gar nicht leisten kann. Und genau so, was habe ich dann für eine Alternative? Soll ich dann zu Fuß gehen? Weil es hier keine Bahn gibt. Ne? Also diese Krux, also das verstehe ich nicht. Ja, weiteres Ziel ist natürlich überhaupt die Erreichung der Klimaziele im Verkehr. Dass die natürlich irgendwann mal festgelegt wurden, ist das grundsätzliche Problem, was da festgelegt wurde, weil es meiner Meinung nach nicht wirklich realistisch umsetzbar ist. Das sehen wir jetzt auch bei der ganzen Stickoxid-Geschichte, wo wirkliche Experten sich dazu äußern, dass diese Werte nicht einhaltbar sind. Das ist Unsinn, dass es nicht funktionieren kann und dass diese Werte utopisch sind, weil sie in anderen Ländern auch nicht so streng genommen wurden. Und wo sind die Messstationen aufgebaut und so weiter. Weiteres: Es wird ein Tempolimit von 130 km/h vorgelegt. Gerade vor 2 Wochen, glaube ich, war das ja auch in der Presse, habe ich ein Video dazu gemacht. Es ist nachgewiesen nicht wirklich sehr produktiv, wenn ein Tempolimit auf Autobahnen besteht, sodass wir dadurch einen geringeren CO2-Ausstoß haben. Verlinke euch an dieser Stelle auch nochmal das Video dazu. Könnt ihr euch gerne nochmal reinziehen. Der ADAC hat da speziell auch was zu gesagt und so weiter. Als nächstes Anpassung des Steuersatzes für Diesel, das war es, was ich angesprochen hatte. Das soll, also aktuell ist es so, 22 Cent liegt die Steuer geringer als beim Benziner, also beim Benzinsprit. Das soll 2021 geändert werden und da sollen die angepasst oder angeglichen werden. Zu Deutsch, der wird teurer gemacht. Ich finde das immer sehr, sehr suspekt, wenn wirklich beschönigende Begriffe für etwas Negatives verwendet werden. Das ist das Gleiche wie in der Versicherungsbranche. Da zahlt man keinen Versicherungsbeitrag oder eine Versicherungsgebühr oder einen Kostenpunkt, sondern man hat eine Versicherungsprämie. Sorry, aber für mich ist eine Prämie etwas Positives. Dass ich etwas zahlen muss, etwas weggeht von meinem Konto, ist definitiv keine Prämie für mich. Na, ihr merkt, ich bin hier, ich habe Puls. Ne? Weiter geht's dann aber auch noch. Steigung der Benzin- und Dieselpreise. 2023 soll er dann erneut um 3 Cent erhöht werden. Oder beide. Und dann jährlich um 1 Cent erhöht werden, bis im Jahr 2030 10 Cent im Gesamten erreicht sind. Wir sehen da wirklich eine ganz klare Struktur. Man versucht,
Benziner, also im Fokus ganz klar Dieselfahrzeuge, aber auch die Benziner in den nächsten Jahren wirklich so unattraktiv für uns zu machen, dass wir sie nicht mehr kaufen wollen. Ganz klar. Und ich stelle da kritisch in Frage, sind Elektroautos wirklich die Alternative? Ist es vielleicht nicht eher die Brennstoffzelle? Ja, das generelle Ziel, natürlich jetzt auch nochmal zusammengefasst, geringere Fahrleistung soll erreicht werden. Habe ich mich ja am Anfang auch schon zu geäußert. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weniger dadurch fahren kann überhaupt, nur weil es teuer ist. Eigentlich ist es eher, man wird weniger fahren. Klar, das Ergebnis ist dasselbe, aber der Grund ist ein anderer. Weil es einfach zu teuer und nicht mehr zu finanzieren ist, kann ich mir sehr gut bei vielen Menschen vorstellen. Weiteres Ziel, Verlagerung auf Bahn, Rad- und Fußverkehr. Legitim, absolut keine Frage. Dann fangt hier an und legt Bahngleise. Sag ich ganz ehrlich, weil dann ist kein Problem, wenn hier ein ICE hält, dann fahre ich mit dem Ding. Ist ja gar kein Problem. Dann will ich aber auch pünktlich ankommen. Das ist das nächste Problem. Warum kriegt die Bahn es nicht auf die Kette, pünktlich zu sein? Dann der letzte Punkt, den sie jetzt auch noch da vorgeschlagen hatten, was beim Spiegel dann stand, bei einem Autokauf mit einem besonders hohen Verbrauch, das war nicht genauer definiert, was auch immer das bedeuten soll, soll eine Abgabe von mehreren hundert Euro passieren. Und das ist auch wieder so eine krasse Sache. Fällt mir nicht mehr wirklich viel zu ein, Freunde. Also dementsprechend, ich finde, es ist wirklich zermürbend aktuell. Und ich kann jeden verstehen, der diese Politik Verdrossenheit empfindet und bekommt, weil wieder mal gegen das Volk geschossen wird, weil irgendein Unsinn durchgesetzt werden muss und irgendein Quatsch, irgendwelche theoretischen Ideen. Weil das grundlegende Problem ist ja folgendes. Okay, wir sind uns irgendwo alle einig, dass wir alle was für die Umwelt tun müssen, damit die für unsere Kinder und Nachfahren, Enkel und so weiter bestehen bleibt. Keine Frage, will ich nicht darüber diskutieren, ist okay. Aber wenn wir jetzt sagen, dafür ändern wir was in unserem Verkehrsaufkommen und so weiter, müssen wir doch im ersten Schritt hingehen und uns Gedanken darüber machen, wie können wir das ändern, wie können wir das umsetzen. Zum Beispiel, wir bauen mehr Bahnen, also Bahngleise, wir erweitern das öffentliche Verkehrsnetz, sprich, wir bauen Straßenbahnen noch mit rein. Wir nehmen noch mehr Buslinien mit auf, damit mehr gefahren wird. Gerade bei mir auf dem Land, dafür kann ich sehr gut sprechen, gibt es zwei Buslinien. Die fahren alle Stunde, also jede Stunde eine. In die eine Richtung, in die andere Richtung. Das ist super unattraktiv. Das ist nicht praktikabel, dass ich für eine Strecke von mit dem Auto 12 Kilometern oder 12 Kilometer nehme ich jetzt mal als Beispiel 10 Minuten fahre und mit dem Bus fahre ich eine 35 Minuten. Das ist doch nicht praktikabel. Wer hat denn die Zeit dafür? Das ist ja nicht machbar. Also wenn dieses erstmal sinnvoll geändert würde, dann könnte man den Schritt zurückgehen, was jetzt aktuell genau andersrum gemacht wird, was fälschlich ist meiner Meinung nach, und dass man dann ansetzt, jetzt könnt ihr seht ja, wir haben euch geboten, mehr Bahnen, mehr Busse. Vielleicht wird das für öffentliche Verkehrsnetz auch kostenfrei. Warum müssen wir es überhaupt bezahlen? Wir bezahlen so schon einen Heiden an Steuern. Warum? Was soll das? Verstehe ich auch nicht. Und dass man dann hingeht und sagt, guckt euch das doch mal an, das ist doch eine attraktive Alternative. Ihr habt damit keine Stauprobleme und so weiter und so fort. Freunde, schreibt es in die Kommentare. Ich bin raus.